Kann sein, mir geht der Speicher gleich aus, egal. Jetzt fange ich mit dem zweiten Part an. Eine Schatztruhe. Eine Familie gleich Schatztruhe. Ja, bei der ich übernachten konnte. Das, was ich jetzt gerade, das vorgehende Video, ja doch, ja gut, da habe ich ein Auto gehabt, da hätte ich auch nach Hause fahren können. Ja, ich möchte es mal ganz radikal ausdrücken. Ganz hier. Deshalb habe ich heute das Cap. Oder schon ein schönes Cap, aber auch diese Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Es gibt Menschen, die küssen alles Mögliche. Als ich so noch nicht so vom Küssen bewandert und was auch immer war, ich erzähle Sachen, aber ich erzähle es einfach so. Da war ich mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich ja nicht verblabber, das ist ja schon über 30 Jahre her, haben wir so diskutiert, Jugendliche so untereinander und so. Wir haben ja, über Sexualität und über das Küssen und so weiter. Und hat ein junges Mädchen, was ja, hier und so und Güglingen und so, was ich sehr gut kannte und so. Und dann hat sie gesagt, ja, also für mich ist ein Kuss genauso wie das andere, wenn es ein ehrlicher Kuss ist. Das hat mir so, da war ich noch nicht so, sage ich mal, ja, oder so, vielleicht, was weiß ich, wie ich es ausdrücken soll. Aber das hat mir zu denken gegeben. Das hat mir gesagt, wow, stark und so weiter und so fort, ja. Ich mache jetzt kein Video übers Küssen. Da gibt es ja Forschungen und was die Zunge, das ist schon Hammer, was Gott da uns als Geschenk mitgegeben hat. Also das ist schon extrem spitzemäßig, ja. Und schon als Kind fängt ja da an am Schnulli und ich weiß nicht, was an alles da rum zu albern, talbern. Ja, und wie komme ich jetzt da wieder raus aus der Nummer? Und genau das wollte ich eigentlich sagen. Im Bataclan, in dem Anschlag letztes Jahr, November, 13. November, mein Geburtstag, wo warst du am 13. November? Das sind so die Fragen, wo man sich dann stellt, auch die Serie, warum lässt Gott es zu? Ich war beim Toni mit dem Ehepaar, der Raum war voll mit Salbung, Salbung hat zugenommen. Ich möchte es nicht sagen, dass alle, ja, das ist ein radikales Thema, das ist ein anspruchsvolles Thema. Aber einmal heißt die Gruppe Death Metal, Todesmetall. Das haben die Leute auch gekriegt. Ich achte da drauf, schon seit Jahren auf Namensgebung, weil ich gebe auch Namen, gebe auch einen Ausdruck. Ja? Und das Lied gut, was die haben, das ist ja eine Band, die steht für was? Und zwar für das Satanische, für den Tod und nicht für das Göttliche. Sag ich mal knallhart. Und das Lied, was sie gesungen haben, war Kiss the Devil. Ich habe es in einem Video auch, ja, Kiss the Devil. Ja, da brauchst du dich doch nicht mehr wundern, wenn du Satan so einlädst, dann kommt er. Er kommt. In Form von so wie er gekommen ist. Irgendwann hast du keinen Schutz mehr. Irgendwann kann dir Gott den Schutz nicht mehr geben, den er eigentlich geben möchte. Aber du durch deine Entscheidungen ihn eingeladen hast. Und die Geister, die kommen, die sind auch so da, die versuchen auch so zu kommen, ohne dass du sie einlädst. Satan ist ein Räuber. Gott macht es nicht, Gott bietet an und wartet auf seine Reaktion. Und dann kommt das nächste Angebot, je nachdem, wie weit du die Türe aufmachst. Ja, so, und nicht nach diesem Erlebnis, was ich im vorgehenden Video weitergegeben habe. Da habe ich bei einer Familie in Neustadt übernachtet, einen Wohnwagen, die einen Wohnwagen da stehen und so weiter, musste dann nach Hause fahren. Ich habe die ganze Nacht nur den Heiligen Geist geküsst. Der war nicht körperlich präsent, habe ich nichts gespürt. Ja, der Wohnwagen war so in der Fülle, in der Herrlichkeit, in der Kraft. Ich habe immer so. So habe ich den Heiligen Geist umarmt, auf diese Seite, ich habe geschnuggelt. Also, wenn man das Datum jetzt rausfinden könnte, vielleicht haben andere, war da Mangel, weil ich ihn so geschnappt habe. Ist jetzt kindlicher Steffen Schenker, Schuhschenker-Blödsinn, wie ich das, und so weiter, ja. Aber ich hab den nicht mehr los. Das ist so. So wie im vorgehenden Video, wo ich gesagt habe, 1981 das erste Mal umgefallen durch die Kraft, durch die Salbung des Heiligen Geistes. Das lasse ich doch nicht mehr los. Ey, Baby.
Das lasse ich doch nicht mehr los. Bin ich bekloppt oder was? Nee, nee, die Gnadengaben. Ich habe in Neuenstadt entschieden, unter Markus Thiemann, dem Dienstort 2012, habe ich entschieden. Das andere raus, weg. Ich habe gesagt, ich werde keinen einzigen Gnadenstrom mehr vermissen. Gibt's nicht mehr. Out und Ende. Jeder Gnadenstrom, der von oben, der von Gott kommt, sieht er verrückt aus, sieht er gesellschaftskonform oder nicht konform oder grün oder blau oder ist mir ganz egal, wenn er von oben kommt, bam! Ja, und mein liebster Schatz hier auf Erden, ob sie das kapiert oder nicht, ist mir auch egal. Wenn dieser Gnadenstrom von oben kommt, ja, dann nehme ich den Gnadenstrom, der von oben kommt und nicht, was weiß ich, irgendwelches. Da braucht man Praxis, das geht nicht. Das Umsetzen ist von göttlicher Seite her nicht. Von göttlicher Seite her könnte ich jetzt, was weiß ich, wohin marschieren, wahrscheinlich einen Toten aufwecken und dann noch einen Kranken heilen und noch 20 zu Jesus führen und ich weiß nicht, was alles von Gott her, weil er hat ja dafür bezahlt. Es ist ja bezahlt. Ich habe mal, das fand ich so toll. Eine Jugendliche, damals jetzt schon längst erwachsen und was weiß ich, Kindererzieherin wahrscheinlich, schon fertig mit Ausbildung. Ja, die Mutter hat ihr Handy abgenommen, das ich ihr geschenkt habe. Das erste hat sie kaputt gemacht von ihr und tralala, war ziemlich raff alles und so weiter. Und dann hab ich mit ihr telefoniert. Und er hat gesagt, du komm, also mit dem Handy mit ihrer Freundin. Und dann habe ich, also sie hatte das Handy, war mit ihrer Freundin zusammen, und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gesagt, komm, ich besorge dir ein Handy. Und er hat gesagt, wieso, ich habe doch eins. Ja, genau, ja. Wieso, ich habe doch eins. Das ist so, wow, das hat in mir was bewegt. Ja, stimmt, sie hat ja eins. Hey, du hast Jesus, wenn du ihn hast. Wenn nicht, hört ihr das vorhergehende Video an, oder das erste Video von heute, habe ich, glaube ich, drauf gesprochen, sage ja zu Jesus, Herr, vergib mir alle meine Sünden und komm in mein Leben und ich sage ja zu dir, lebe Jesus Christus, Halleluja, Amen, und dann bist du ein Kind Gottes, so schnell geht es, ja, und dann hast du die Fülle, die Kraft und die Herrlichkeit. Und aus dieser Fülle triffst du dann Entscheidungen, wie du mit dem und das machen möchtest. So, Halleluja. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus hat das erste und das letzte Wort in diesem Video, in meinem Leben, in all meinen Beziehungen. Shalom, Halleluja.